Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und wir kommen zum Unboxing. Ach, ich hatte ja schon begrüßt. Ach nee, das hatte ich ja bei dem gemacht. Ja, und ich mache jetzt doch ein einzelnes Video, ein einzelnes Unboxing zu dem kleineren. Deswegen, da gibt es keine Ansage, wo die Kamera von der Seite ist. Deswegen habe ich das so gemacht, genau. Ach, ich bin ein bisschen vergesslich. Und mein Tag ist heute auch wieder. Hab wieder so viel um die Ohren und im Kopf, was ich nicht vergessen darf. Geburtstag von meiner Oma. So noch ein paar Termine. Und ich bin momentan, man hört, ich bin noch ein bisschen geschädigt. Nase. Ich muss mal gucken, nicht, dass ich es falsch aufmache. Nee, von der Seite macht man es auf. Ich bin da schon sehr gespannt drauf. Oh, ist das geil. Weil das ist das kleinste Gimbal, was ich bis jetzt hier von Hohem gesehen habe. Ach, das ist hier in. Ist ja geil. Hier ist es verstärkt, die Verpackung. Und da haben wir dann die Anleitung mit drin. Wie geil ist das denn? Die Facebook-App und logischerweise die App. Die müssen wir dann im Hardware-Video runterladen. Ich werde wirklich nur. Ich versuche mich dran zu halten, dass wir jetzt hier nur ein Unboxing machen. Und nicht wieder vom Unboxing gleich ins Hardware-Video übergehen. Weil ich weiß ja von euch, viele mögen halt die Unboxing-Videos. Auch wieder Deutsch mit bei, bloß leider etwas klein. Also da werde ich wahrscheinlich Probleme. Naja, noch geht's mit Brille. Also muss ich mal gucken. Hier haben wir jetzt, denke ich mal, wieder nur eine Tasche. Nee, hier haben wir den USB-C-Kabel zum Laden. Bei hohem. Hat hier schon USB-C. Sieht man nicht. Jetzt kommt die Kamera gerade was runter. So. Und hier ist noch so ein Beutelchen mit drin. Das brauche ich jetzt nicht auspacken. Das ist eine Tasche für die. Für das Gimbal. So. Ich muss alles wieder verpacken, weil ich muss das wieder zurückpacken, dann gleich erstmal. Weil ich schaffe heute nicht, das Hardware-Video zu machen. So. Ist das geil. Das ist ja geil. Ist das klein. Also wirklich. So, was sagt er, wie sollen wir das machen? Wir sollen einfach aufklappen. Ach, hier ist die Fernbedienung drin. Hier habt ihr dann noch eine Fernbedienung. Wie bei dem etwas größeren. Bei dem ganz großen habt ihr keine Fernbedienung. Ah, hier. So, müssen wir erstmal hier das rausziehen ein Stück. Und dann haben wir hier unten den Standfuß. Wartet mal. So. Ach Gott. Oh. So, dass ihr das vielleicht ein bisschen besser seht. Also der Griff ist so gleichzeitig der Standfuß. Die Kamera, also wenn ihr das dann hinstellt und ein Selfie macht oder ein TikTok-Video machen wollt, wie ihr tanzt oder was weiß ich, ihr braucht nicht rangehen, weggehen und dann so, ihr könnt dann und dann mit dem Handy schneiden. Ihr macht einfach zack, aufnehmen, Aufnahmeende und dann habt ihr weniger zu arbeiten, mit damit zu arbeiten und die hier zack, schön drin aufbewahrt. Super. Und ihr habt dann einen schönen Selfie-Stick. Und das Geile daran ist, so, es ist nicht nur ein Selfie-Stick, es ist ja auch, wartet, das müssen wir hier hoch machen, zack. Hier haben wir den Gummi, hier kommt das Handy dann rein, hier, nee, damit das hier weniger rutscht. Und hier zwischen macht er dann einfach das Handy, kommt hier so rein. Und dann habt ihr praktisch einen Selfie-Stick mit Gimbal integriert. Und es geht wirklich gut auszufahren.
Ich muss mal kurz testen. Ja, das ist geil. Und wenn ihr das wieder zusammenklappen wollt, zack, schon ist es verpackt. Ein wirklich ganz winzig kleines Gimbal. Was haben wir hier? Ach, wir haben hier ein Schloss. Ach, so. Ach, seht ihr, jetzt ist es hier auch gleich verschlossen. Also, falls man es nur als Gimbal nehmen will, dann bewegt sich das nicht. Dann macht man das auf, zack. Und dann kann man es als Gimbal benutzen. So, wir gucken mal noch weiter, was wir hier noch haben. Ah, wartet mal. Ah. Okay. Ist ja geil. Geht ja immer im Kreis oder was? Oh, wie geil ist das? Hier, guckt euch das an. So. Also so kann man natürlich denn nicht als Gimbal nutzen, als hoppala. Ich mache das mal so raus, damit ihr sehen könnt, wo das Handy hier hinkommt. Dann wäre die Kamera oben. Aber wenn man das dann so macht, so, kann man das dann so benutzen. Man muss ein bisschen tiefer halten. Wir können aber auch einfach sagen, zack, hier zur Seite. Als Gimbal, ja, zur Seite. Oder halt so rum. Und dann können wir filmen, was vorne ist und können halt halbwegs den Monitor wahrscheinlich sehen, also den Bildschirm. Da muss ich mal testen, wie das dann läuft. Oder wir machen halt noch einmal weiter rum und nochmal weiter rum. Und zack. Ist ja geil. Das hier fällt mir. Es ist so viel Kniffe, wie hier eingebaut sind. Zack, seht ihr? Und ihr könnt dann halt praktisch auch. So. Ist das geil. Ist das geil. Also das ist herrlich. So viele kleine Features in so einem kleinen Ding. Krasse Sache. Ich bin schon so heiß auf den Test. So. Aber jetzt machen wir hier erstmal zu. Den Test schaffe ich morgen allerdings leider erst. So. Ich bin mal gespannt. Da ist aber gar keine Kamera drin. Also das ist ja eigentlich dann kein Gimbal. Kimoto, oder? Der soll kräftig genug für mein Smartphone sein, weil das zu schwer ist. Da steht Gimbal drauf. Also da muss ein Motor, also wenn da wirklich jetzt ein Motor drin ist und der Kraft genug hat, mein Handy da zu drehen, so wie ich gerade gucke, leckt mich am Arsch, wie geil ist das? Weil wir haben ja nur die Alustange und ein bisschen Plastik. Da bin ich jetzt echt gespannt. Da bin ich jetzt gespannt. Aber da sehen wir uns im nächsten Video wieder, würde ich sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, der Däumchen wäre ein Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.